Tag der Erstürmung, Mittag. Arjan Lavalette hat die Burg aufgegeben. Macht schon auf! Und der Baron lebt? Ja, er lebt! Ich bin nicht rachsüchtig! Macht auf, und wenn ihr vor eurem König kniet, lasse ich Gnade walten! Wir sitzen fest. In der Tat, meine Magie hilft hier nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Booten in die Stadt über. Kehren wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. Wir wollen ihn sehen! Du zweifelst an meinen Worten, du Hund! Öffnet sofort das Tor! So viel dazu. Sir. Vernon Roche. Deinen Bericht, Roche. In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit. Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht. Schnell, rüber! Der König! Tatsache. Unter den Wehrgang. Ein Drache. Okay, wir hätten den Kampf sicherlich eben auch noch provozieren können, aber nun gut. Damit hatte ich auch nicht gerechnet, Triss. Und wir sind sogar mit Triss hier unterwegs. Okay, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Gute Frage. Ich wechsle aber gerade nochmal auf... Moment mal... Bluten, Giftresistenz, Blutenresistenz, Einäscherungsresistenz. Wir haben doch noch hier irgendwo unsere Rabesrüstung, genau. Nehmen wir die nochmal. Okay. Stahlschwert. Ist ja gut. Da spricht der Fachmann. Wir müssen uns zur Stadt durchschlagen. Dort haben wir größere Chancen. So. Stimmt es, dass Hexer keine Drachen jagen? Schön, dass ich gerade gestorben bin. Durch die Flammen. Okay. Und wir landen, naja, wahrscheinlich wieder am Anfang. Wir haben nicht sehr viel gemacht. Na toll. Okay. Was haben wir denn dabei? Soll ich irgendetwas einnehmen? Langschwert, Katze. Naja, hilft mir ja auch nicht, Schwalbe. Können wir ja von hier aus nicht einnehmen. Okay, dann machen wir nochmal Folgendes. In den Wehrgang. Und laufen. Zwei Finger gebe ich jetzt für eine Armbrust. Willst du noch ein Drache? Nicht zu fassen, ein echter Drache. Ja, die Triss freut sich. So einfach ist das nicht. Drehen, 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 drehen. Ich habe das Gefühl, hier sollten wir fliehen. Was soll ich denn tun? Ihn mit dem Schwert piekst. Was weiß denn ich? Ungeheuer bist du. Okay. Los, aufpassen. Ich muss mich wirklich beeilen. Okay. Feuerprobe. Überquer die Brücke und begib dich in die Stadt. Ich würd doch mal gerne speichern, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier ist es etwas ruhiger.
Ach, verdammt. Triss! Nicht schon wieder. Oh. Mal wieder getrennt. Ach, Geralt. Achso. Ich habe eben ernsthaft nicht mitbekommen, dass wir uns bewegen können. Ach, Mann. Ich bin echt der Schlauste. Okay. Ja, jetzt. Aber er hat doch gespeichert, ich bin mir ganz sicher. Na, er war wahrscheinlich wieder direkt hier am Anfang. In Deckung, ein Drache, unter den Wehrgang. Ah, ich dachte, er hat ihn wieder gespeichert. In den Wehrgang. Zwei Finger gebe ich jetzt für eine Armbrust. Okay. Nicht zu fassen, ein echter Drache. Na, los jetzt. Kollege, ich habe keine Zeit. Den haben wir. Okay. Der Fachmann. Wir müssen uns zur Stadt durchschlagen. Das Tor! Sie überwinden das Tor! Auf Sie! Den haben wir, den haben wir. Was soll ich denn tun? Ihn mit dem Schwert gießen. Na los! Und ihn hier. Komm. Wir speichern. Zurück. Speichern. Schnell. Ja, ja. Schnell. Na, so viel dazu. Ich teleportiere mich, aber euch kann ich nicht mitschleppen. Na, schön, Triss. Die Brücke brennt. So, jetzt aber laufen. Los. Aber schöne Perspektive. Da hatten wir nochmal Glück. Dann sehen wir mal weiter. Hätte diese verdammte Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Tja, zu guter Letzt haben wir uns am Tempel getrennt. Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast. Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Na schön. Weiter im Rückblick. Uneinnehmbar, von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack. Meldung. Die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknöpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir es mit Äxten? Das dauert auch. Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt unten bewacht. An die Arbeit, Hauptmann. Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät. Ein Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm. Finde auf eigene Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz Visima beneiden. Das hört sich nicht schlecht an. Die Rebellen werden die Kinder der Baronin nicht anrühren. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Mhm. Vielleicht kriegt Roche was raus aus diesem Priester. Die Stadt ist zu groß. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Da hat er wahrscheinlich recht. Ich gehe.
Ich zähle auf dich. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Jawohl! Dero! Dero Gnaden! Meine Majestät! Gut, und nun? Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt? Finde einen Weg in den Tempel. Und warum wurden wir gefangen genommen? Das ist doch die Frage. Okay, ich würde sagen, ich wechsle noch einmal die Rüstung. Mal wieder. Also, ich meine, theoretisch wird es weniger relevant sein, welche Rüstung wir hier gerade tragen. Aber die Grabesrüstung, die gefällt mir ganz gut. Ein Huhn! Mensch. Können wir die... Okay, die läuft nicht weg. Das Haus können wir sogar betreten. Aber hier ist niemand. Orenz. Gut, Geralt geht mal wieder seiner Nebenbeschäftigung nach. Leute ausrauben. Sehr gut. Okay, wen haben wir hier unten? Ein paar Bürger, die gerade gefangen gehalten werden. Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat? Halt's Maul! Ja. Aber wir sind unschuldig. Was ist eigentlich Velour? Der König bestimmt, was Meine mit euch Frau geschieht. Will, dass ich ihr Schuhe mitbringe. Natürlich. So viele Kerle fallen. Und das wegen eines Frauenzimmers. Was ist eigentlich Velour? Wir sind doch Untertan des Königs. Mitbringe. Bruder gegen Bruder. Ach ja. Valtest ist gnädig. Er wird vergeben. Ich glaube auch. Wir sind doch alle Tenier. Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreckschwein. Rat gegen Blockaden. Ach, stimmt ja. Das hatte ich schon ganz vergessen. So. Genau, hier kommen wir durch. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich mich zuerst umsehen sollte. Finde einen Weg zum Tempel. Okay, aber ich nehme mal an, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Also war das sogar der richtige Weg? Oh Götter, oh. Hilfe! Also, bitte? Wehe den Besiegten. Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer. Gold und Silber auf den Tisch und Schnauze halten. Was ist hier los? Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Raus hier sofort, raus hier oder ich bringe euch alle um. Verschwindet besser, der Drache könnte zurückkommen. Ihr solltet abhauen. Der Drache legt diese Stadt gleich in Schutt und Asche mit allem, was drin ist. Sieh an, wie fürsorglich. Aber gut, gehen wir. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Los! Herr, wir danken dir. Danke. Keine Ursache. Hilfe hat ihren Preis. Ach ja. Seid vorsichtig. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Geralt, der Freund und Helfer. Wie er leibt und lebt. Aha. Ich beklaue die mal nicht. Okay, aber ich würde sagen, ich unterbreche hier mal kurz. Wir haben, naja, ein paar Fortschritte gemacht. Wir befinden uns ja immer noch im Prolog. Den werden wir dann wahrscheinlich auch in Kürze abschließen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und nach dem Schnitt melde ich mich wieder. Bis gleich. Wir setzen Geralts Odyssee fort und mir schwant ehrlich gesagt schon Übles. Also ich antizipiere böse Machenschaften. Ach ja. Sehr entgegenkommend, danke. Gut, wir beschreiten diesen Weg. Ich werde übrigens die Performance in den nächsten Aufnahmen noch etwas begutäugen. Ja, Schwert bitte ziehen. Okay, los geht's. Wir stellen uns dem Kampf. Ich sehe, ja, ja, ja. Das hat doch ganz formidabel funktioniert. Für die Baronin! Für die Baronin! Tja, man muss sagen, Geralt ist behende denn je.
zum Tempel. Steig in den Brunnen hinunter. Ich wollte mich ja noch etwas umsehen. Ist hier ein Rabe? Tatsache. Fliegt der auch weg? Ja. Ich glaube, dem Herrn geht es nicht mehr sehr gut. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Wie gesagt, ich sehe mich ja gerne etwas in der Umgebung um. Ich möchte ja auch etwas das Exterieur begutachten. Aber wir sollen in den Brunnen rein. Das machen wir natürlich gleich. Hier kommen wir auch nicht rein. Nein, verschlossen. Okay. Auf geht's, Geralt. Hinunterklettern in den Brunnen. Und ich habe es schon gesagt, die Inszenierung ist wirklich grandios gelungen. Also schon von Anfang an. Wehe den Besiegten. Du bist in einem finsteren Raum. Verbessere deine Sicht mit dem Trank Katze. Also bisher sehe ich noch relativ gut. Aber danke für den Hinweis. Öffnen. Aha. Ach ja, hier kommen wir noch weiter in die tiefen Abgründe. Also wie gesagt, ich werde hier die Performance des Spiels noch etwas begutachten, denn nun ja, die Bildrate hat hier immer ihre Späße, aber das bekommen wir schon noch hin. Also falls hier nicht immer alles astrein läuft, dann entschuldigt das bitte. Wen haben wir hier? Sieh mal einer an. Ach, die Ertrunkenen, richtig. Und ja, das sind nicht gerade die hübschesten Gesellen, leider. Diese Abscheulichkeiten. Ah, okay. Ach so, aber ich müsste ja eigentlich das Schwert wechseln, nicht wahr? Moment, kann ich mal kurz mich bewegen? Habe ich jetzt das richtige Schwert ausgewählt? Ich glaube, ja. Kann ich eigentlich hier auch auf das Inventar zugreifen? Ja, kann ich. Genau, Stahlschwert war ja... Nee, das Silberschwert war die... Aerodite. Genau, Silberschwert. Okay, dann muss ich ja eigentlich das Silberschwert ausrüsten. Moment. Also die hier. Ja. Okay, haben wir jetzt das Richtige ausgewählt? Ich hoffe mal. Ich weiß nicht, wo das angezeigt wird. Oh nein, jetzt haben wir zwei. Okay, einmal hier. Das hat ganz gut gesessen, aber ich habe ganz schön Leben verloren, leider. Diese hektische Musik zum Tempel. Steig in den Brunnen, aha. Und finde die Passage zum Tempelgelände. Nun gut, Geralt, hinfort mit dir. Ich glaube, ein Teil unseres Lebens regeneriert sich. Ich weiß nicht, wie viel. Scheint schon mal sehr praktisch zu sein. Durchsuchen. 7 Ohrens, die nehmen wir gerne mit. Aufgehoben. Ja, sicher, Geralt. Ganz sicher. Ich würde ja viel mehr gestohlen sagen. Ach, hier scheint eine Art Kerker zu sein. Ich meine, hier würde ich nicht gerne eingekerkert leben. Mit den ganzen Ertrunkenen. Was haben wir hier? Aha. Spektakulär. Okay, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Wenn ich nur wüsste, wohin wir weitergehen müssen. Ich steck mal das Schwert ein. Das war der falsche Knopf, mal wieder. Habe ich jetzt eben schon wieder eine Bombe geworfen? Entschuldigt, ich verdrücke mich gerne. Achso, blocke ich ab, genau. Okay. Achso, Kräuter, ja. Achso, da fällt mir gerade ein. Ich kann doch... Ja. Achso, hier wollte ich nicht drauf. Jetzt. Ach so, 50 Ohrens und ein Langschwert. Das lassen wir uns mal nicht entgehen. Ich kann hier mal eine Hexer-Fertigkeit nutzen. Orte der Macht, Verwendung. Wurde ein Ort der Macht aktiviert, kann dein Charakter ihn einfach betreten und so seine Statistiken verbessern. Ach so, also das wirkt gerade. Also haben wir jetzt 5 Minuten ein Plus auf Leben oder Regeneration oder ähnliches. Ich bin mir... nicht sicher. Hier lang. Ich glaube, der kleine Geralt hat sich verlaufen. Ach Mensch. Oh. Ich glaube, ich habe das Skelett hier gerade entfernt. Ach Mensch, Ertrunkener. Das ging schnell. Also agil ist der alte Geralt. Das muss man ihm lassen.
Und hier kann ich doch wahrscheinlich wieder, genau, meinen Zauber wirken. Meine Güte. Diese Tiefenschärfe. Oder Schärfentiefe. Ihr lernt es wohl nie. Ja, anscheinend nicht. Okay, also hier kommen wir wahrscheinlich nicht direkt. Aua, durch. Okay, bei den Ertrunkenen muss man wirklich aufpassen. Ich wende noch einmal das hier an. Aha, das leuchtet. Wir können die Fackeln entzünden. Wir können den ganzen Raum illuminieren. Sehr praktisch. Das ist wirklich sehr praktisch, das muss ich sagen. Licht an, aus. Hm, okay. Zum Tempel. Was haben wir hier? Öffnen, verschlossen. Ich weiß, ich lasse mir Zeit, aber wie gesagt, mir gefällt das Ganze. Ich möchte hier einfach die Atmosphäre etwas wirken lassen. Auch wenn man sich darüber streiten kann, wie atmosphärisch ich das Ganze hier gestalte. Aber das Interieur sieht mal ganz nett aus. Hier lang. Los geht's. Ich nehme mal an, wir landen beim Tempel. Ja, hier hat er eben geruckelt, weil er geladen hat. Nicht wundern. Das kann manchmal vorkommen. Okay. Skoyatel. Oh. Die Herrschaften kennen wir ja noch. Also die Skoyatel. Ich glaube jetzt nicht diese Leute persönlich. Kommen wir hier weiter? Anschauen. Mhm. Und was machen die hier? Meine Güte, diese Aussicht. Das ist schon prächtig. Öffnen. Tempelschänder! Bitte? Achso, ich frage mich gerade. Wählt er denn automatisch das richtige Schwert aus? Für die Baronin! Für die Baronin! Moment, so kann ich blocken. Na, das hat ja viel geholfen. Aua! Moment. Moment, Moment, Freunde. Okay, erstmal den hier. Das hat gesessen. Ich würde noch einmal gerne abblocken. Ja, das war... Na, komm. Jetzt. Abblocken. Und Angriff. Ich möchte mich noch etwas mit dem Kampfsystem auseinandersetzen. Nicht wundern, deswegen. Naja. Okay, ich habe sie getötet. Das hätte man sicherlich souveräner gestalten können. Hier kommen wir nicht durch. Okay, nochmal drücken. Ah ja. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Verrostetes Stilett, abgenutztes Stahlschwert. Den können wir sicherlich später verkaufen. Also, das will ich mal schwer hoffen. Oder weiterverarbeiten. Aber hier kommen wir nicht durch. Doch. Will ich denn hier lang flanieren? Also hier unten kommen wir nicht weiter, das weiß ich. Verschlossen. Wer hätte damit gerechnet? Da sind wir einmal durch das Gitter flaniert. So kennt man Geralt. Aha. Ja, hier kommen wir auch weiter. Diese ganzen Details auch. Herrlich. Nun gut. Ach ja, sieh sich mal das einer an. Die Natur gestaltet die schönste Kunst. Aha. Okay. Dann sehen wir mal. Das ging schnell. Moment, ich will erstmal ihn hier machen. Dem Erdboden gleich. Denn er hier hat ein... Aua, das hat wehgetan. Moment, ich weiche mal kurz aus. Wir machen mal kurz eine adrette Rolle. Und zwar Igni. Das hat gesessen. Jetzt. Okay, manchmal etwas hektisch. Ich muss mich ja wirklich noch an das Kampfsystem gewöhnen. Komm schon. Jetzt aber. Naja. Besser schlecht als recht. Aha. Ja, kann ich was mitnehmen? Doch, ja, kann ich. Jetzt.
Befehle für die Soldaten. Und Orons, kann ich mir das eigentlich auch gleich ansehen? Ich glaube, wir müssen erst auf das Inventar wechseln. Befehle für die Soldaten. Ja, alle Einheiten ziehen sich unverzüglich zurück und verteidigen ab sofort die Zuwege zum Tempel. Die Stellungen sind um jeden Preis zu halten. Tod dem Tyrannen! Viva la Revolution! Ja, das kann man ja mal machen. Hallo, Raben. Das wirkt jetzt schon sehr offen, muss ich sagen. Also klar, wir haben hier oben rechts eine kleine Karte. Ich will mich hier erstmal umsehen. Es tut mir ja fast etwas leid, aber die Welt gefällt mir. Meine Güte. Das sieht schon echt ästhetisch aus hier. Ästhetisch ansprechend. Okay, gibt es hier noch etwas Besonderes? Können wir hier irgendwelche Gräber ausnehmen? Ach hier, Kräuter. Okay. Wolfsbann. Gut, dann rollen wir uns mal weiter. Na hallöchen, ihr Raben. Dann sehen wir mal. Wir haben volles Leben. Okay. Ich hätte auch mal wieder die Kontrolle über einen übernehmen können, aber ich denke, bei der kleinen Quantität schaffen wir das noch, bei dem Quäntchen hier. Okay, hier eine Tür. Das nehmen wir mit, die Orens. Was ist er dabei? Ebenfalls Orens. Öffnen. Schlüssel erforderlich, aber die hatten ja keine Schlüssel dabei. Nehme ich an. Öffnen. Ja. Heilige. Oh, Moment. Ja, ich will den Zauber wechseln auf Axi. War das Axi? Ja, war Axi. Okay. Moment, ich hätte... Ja, ich sollte besser nicht ihn übernehmen. Ich roll mich mal kurz weg. Ich will nämlich den Großen hier übernehmen. Immer weiter rollen. Na los! Na los! Jawohl! Jawohl, ja, das hat gesessen. Genau, denn der Große hier, der sollte sich jetzt um die Ritter kümmern. Also um einen Teil davon. Das hat gesessen. Aua. Okay, der Große ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Dann wechseln wir nochmal auf Igni. Ich weich nochmal aus. Soldat der La Valette. Achso, ja. Weil der nochmal extra gepanzert ist, deswegen. Tempelschänder ist auch nett. Okay. Ich würde nochmal gerne... Achso, ja. Axi. Oh, das hat nicht ganz gesessen. Ja, wir brauchen noch etwas Energie. Jetzt. Okay, ich mach es mir mal etwas einfacher, Leute. Ich meine, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Wenn beide auf ihn einprügeln, der wird sich freuen. Ja, so viel dazu. Ja, der Zauber wirkt nicht immer sehr lange, wie man sieht. Oh, ich habe nicht mehr sehr viel Leben. Na, großartig. Können wir die danach hier reinlassen? Ich hoffe mal. Ich muss kurz mal fliehen, Leute, denn ansonsten sterbe ich. Und ich habe jetzt schon wieder keinen Speicherpunkt gesetzt. Na, ihr wisst ja, der Anfang des Spiels. Ich würde ja gerne mal ihn hier loswerden. Ich roll mich mal ganz behende aus der Affäre. So, Freunde. Das sind keine Ritter, das sind Verräter. Gefangene werden nicht gemacht. Komm. Ah, den haben wir gleich, den haben wir gleich. Und die haben mich. Ich bin gestorben. Geralt geht auf die Knie. Und wo landen wir jetzt? Ich habe nicht gespeichert. Mir schwant Übles.